Der Guide zum Polary, einem Star-Tracker für die Astrofotografie. Klein, einfach zu verwenden, elegantes Design, made in Japan. Polary macht Langzeitbelichtungen von Konstellationen der Milchstraße und Landschaften einfacher denn je. Ein Video-Tutorial von Twan. The World at Night. Himmelsfotografie wird immer populärer für viele Menschen auf der Welt aufgrund neuer digitaler Kameras mit höherer Empfindlichkeit für schlechte Lichtverhältnisse. Einige Fotografen nutzen ihre Kamera auf einem festen Stativ für kurze Belichtungszeiten des Nachthimmels. Andere Fotografen, die lichtschwache Objekte im Himmel anvisieren, verwenden astronomische Montierungen. Diese Montierungen können große äquatoriale Halterungen für große Teleskope sein oder kleine portable Reisemontierungen wie der Polary. Ein Zubehör für DSLR-Kameras, das von einem Astrofotografen nicht nur während einer Reise überall hin mitgenommen werden kann. Basic Setup. Einfache und schnelle Einrichtung. Das Polary-Komplettpaket kommt mit einem Stativ, das einen speziell entwickelten Auszug mit Handgriff umfasst, um die Einordnung am Polarstern zu vereinfachen. Das Original Polary-Stativ ist sehr gut für leichte Kameras mit Weitwinkelobjektiv geeignet. Das Stativ ist leicht und portabel für ultimative Reisetauglichkeit designt. Sollten Sie schwerere Objektive und DSLRs einsetzen wollen, ist jedoch ein stabiles Fotostativ mit großem Kugelkopf empfehlenswert. Der Polary kann mit jedem handelsüblichen Fotostativ verwendet werden, allerdings mit zwei Kugelköpfen, aber auch mit einem Getriebeneiger und einem Kopf. Ein Kugelkopf alleine reicht allerdings nicht, da der Polary grundsätzlich zwischen den beiden Köpfen montiert wird. Der erste Kopf wird verwendet, um den Breitengrad einzustellen. Dieser Kopf kann beispielsweise auch ein Getriebeneiger sein. Der zweite Kopf hält die Kamera und wird auf den motorisierten Drehteller des Polary montiert. Dieser Kopf muss ein Kugelkopf sein, sodass Sie die Kamera in jede Richtung und Höhe am Horizont ausrichten können. Das Polary Standardstativ kommt mit zwei Kugelköpfen und Neiger und ist somit sofort einsatzbereit. Der Hauptzweck des Polary ist, längere Belichtungszeiten beim Fotografieren des Himmels zu ermöglichen, um einen spektakulären Sternenhimmel ohne verwischte Sterne, sogenannte Strichspuren, zu erhalten. Aber um den Polary Star Tracker zu verwenden, müssen wir zuerst seine Rotationsachse an der Erdachse ausrichten, indem wir mit dem Tracker auf den Himmelsnordpol zielen. Um den Norden oder Süden, falls Sie auf der Südhalbkugel sind, zu finden, nehmen Sie zuerst den eingebetteten Kompass auf der Rückseite des Polary heraus. Nivellieren Sie das Stativ und rotieren Sie den Polary nach Norden. Kippen Sie den Polary dann so lange, bis der Gradmesser mit Ihrem Standort Breitengrad in etwa übereinstimmt. Ihr Breitengrad zeigt Ihnen dann an, wie hoch der Himmelspol über Ihnen ist. So ist zum Beispiel, wenn Sie in der Nähe des Äquators sind, der Himmelspol in der Nähe des Horizonts. In den polaren Regionen ist er hoch am Himmel zu finden. Wenn Sie den Polary einschalten, ist die Breitengradanzeige rötlich beleuchtet, sodass Sie die Anzeige auch im Dunkeln ablesen können, ohne dass sich Ihre Augen wieder anpassen müssen. Der Himmelspol in der nördlichen Hemisphäre ist vom berühmten Polarstern markiert. Schauen Sie durch den Polfinder im Polary und bewegen Sie den Tracker, bis der Polarstern sichtbar wird. Das Sichtfeld beträgt etwa 9 Grad. Für eine gute Genauigkeit sollte der Polarstern in der Mitte des Polsuchers zu sehen sein. Das ist dann genau genug für schnell eingerichtete Weitwinkelaufnahmen, beispielsweise bei Ortswechseln. Hierzu ein Tipp. Stecken Sie eine leere Kugelschreiberhülle in den Polsucher. Dies erhöht die Genauigkeit nochmals, aber achten Sie bitte darauf, nicht daran zu stoßen.
Für genaueste Einordnung ist allerdings der separat erhältliche Polsucher empfehlenswert. Wenn Sie Sternenlandschaften mit nur einer Kamera, einem Weitwinkelobjektiv und einem Stativ fotografieren, liegt das Limit der Belichtungszeit je nach Brennweite zwischen 15 bis 30 Sekunden, bevor die Sterne nicht mehr Punkte sind, sondern aufgrund der Erdrotation langsam zu Strichen werden. Um Strichspuren wie in diesem Bild zu verhindern, verwendet man nun den Polary. Und dazu bietet das Gerät mehrere Einstellmöglichkeiten, die wir im Folgenden erklären. Die erste und klassische Option ist der Sternmodus mit sogenanntem siderischem Tracking. Damit dreht der Drehteller des Polary gleich schnell wie die Erdrotation und fixiert deshalb die Sterne im Sichtfeld der Kamera. Allerdings erst, nachdem der Polary auf den Himmelsnordpol eingenordet wurde. Die nächste Einstellung ist der Einhalbmodus. Hier dreht der Polary mit halber Erdrotationsgeschwindigkeit. Hierbei folgt der Polary den Sternen nicht mit der Geschwindigkeit der Erdrotation. Wofür wird diese Einstellung also verwendet? Es ist der geniale Modus für Sternenfotografen, die die Landschaft einfangen wollen. Wenn Sie beispielsweise ein Weitwinkelobjektiv verwenden, liegt Ihr Limit, bevor die Sterne anfangen, nicht mehr punktförmig abgebildet zu werden, bei ca. 20 Sekunden. Wenn Sie aber den Einhalbmodus verwenden, um die Sterne zu tracken, können Sie länger belichten, bis Ihnen die Genauigkeit der Einordnung schließlich Limits setzt. Belichten Sie beispielsweise 40 bis 50 Sekunden im Star-Tracking-Modus, werden Sie erkennen, dass die Landschaft aufgrund der Rotation des Polary komplett verschwimmt. Stellen Sie den Polary aber auf eine halbe Geschwindigkeit, können Sie anstatt 10 Sekunden nun 30 Sekunden belichten. Sie bekommen mehr Sterne zu sehen, der Himmel ist spektakulärer, aber gleichzeitig ist die Landschaft weniger verschwommen, da der Polary nun langsamer dreht. Mond und Sonne bewegen sich mit anderen Geschwindigkeiten als die Sterne, weswegen der Polary noch andere Tracking-Geschwindigkeiten bietet. Der Sonnenmodus ist am besten für Bilder der Sonne geeignet, wenn Sie sie für eine längere Zeit verfolgen müssen, wie zum Beispiel bei einer Sonnenfinsternis. Der Polary ist das ideale Reiseequipment für Sofi-Jäger, die auf ihren Reisen um die Welt oftmals ein Platzproblem bei der Ausrüstung haben. Der Mondmodus ist ideal, um den Mond im Mittelpunkt des Bildes bei einer Mondfinsternis zu halten. Eine Mondfinsternis dauert mehrere Stunden, da ist der Polary ein wichtiges Hilfsmittel. Zwischen Stern-, Solar- oder Mondmodus ist allerdings im Minutenbereich kein großer Unterschied spürbar. Die am häufigsten verwendete Einstellung am Polary ist daher der Star-Modus. Für allgemeine Weitwinkelaufnahmen des Himmels oder der Einhalbmodus für Landschafts-Astrofotografie. Kamera Setup. Um mit dem Polary zu beginnen, gehen Sie in die Natur, fernab von hell erleuchteten Städten. Wählen Sie eine Nacht, an der der Mond nicht am Himmel steht, beispielsweise um Neumond. Auch wenn der Polary mit Kompaktkameras funktioniert, empfehlen wir eine digitale Spiegelreflexkamera. Denn diese sind mit größerem Sensor bei wenig Licht viel empfindlicher als kompakte. Stellen Sie die Kamera auf manuelle Zeit und Blende ein, wie auch die ISO, die Empfindlichkeit der Kamera, manuell eingestellt werden muss. Fokussieren Sie manuell auf einen hellen Stern oder ein anderes Objekt und schauen Sie das Testfoto an. Oder nutzen Sie die Live-View-Funktion neuerer DSLR-Kameras, um auf einen helleren Stern scharf zu stellen, den Sie im Live-View entsprechend 5-fach oder 10-fach vergrößern. Erst dann haben Sie die Gewissheit, dass die Sterne auch wirklich scharf sind. Beachten Sie auch die drei goldenen Regeln der Astrofotografie. Verwenden Sie ISO 1600, 30 Sekunden Belichtungszeit und Blende 2,8 oder weniger. Natürlich können Sie für Deep Sky Aufnahmen mit dem Polary auch längere Belichtungszeiten probieren. Machen Sie die Fotos im RAW-Format, damit Sie alle notwendigen Informationen für bessere Bildbearbeitung haben. Vermeiden Sie es in jedem Fall, im JPEG-Format zu fotografieren. Ein Vorteil kleiner portabler Tracker wie des Polary ist, dass man sie auf Reisen als Zubehör für die DSLR immer dabei hat.
Das gibt einem die Möglichkeit, wann immer man an einer Location auf dunklen Himmel trifft, in Ruhe Astrofotografie zu betreiben. Denn der Polary ist schnell einsetzbar. Allerdings ist der Polary nicht für Teleskope designt worden, sondern für Kameras, entweder kompakte oder DSLRs mit verschiedenen Objektiven. Das Gewichtslimit des Polary liegt bei ca. 3 Kilogramm. Das ermöglicht einen breiten Einsatzbereich mit vielen verschiedenen Kameras und Objektiven. Fortgeschrittene Verwendung des Polary. Ein interessantes Zubehörteil für den Polary ist der optionale Polsucher. Damit kann die Ausrichtung auf den Polarstern viel genauer erfolgen und minutenlange Belichtungen mit Teleobjektiven für Deep Sky-Aufnahmen werden erst möglich. Wenn Sie an Deep Sky-Aufnahmen der Milchstraße, Nebulae und Sternenhaufen interessiert sind, ist der Polary Polsucher sehr empfehlenswert. Dieser aufwendig gemachte Polsucher wird in den Polary geschoben und dort einfach und schnell per eingebautem Magneten fixiert. Drei Ringe am Polsucher bestimmen Ihre Ortszeit, Datum und Zeitdifferenz, zur Standardzeit Ihres Landes auch bekannt als Meridian Offset. Ist zum Beispiel Ihre Standardzeit 20 Uhr, Sie befinden sich aber im Osten Ihres Landes und etwa 10 Längengrade vom Hauptmeridian des Landes, setzen Sie diese Skala auf 10 Grad Ost. Vergessen Sie aber nicht, das Polarscope mit der Libelle unterhalb der Skala zu nivellieren. Kleinere Ungenauigkeiten dieser Einstellungen beeinträchtigen die Resultate keinesfalls, da der Polary nicht für Teleskope mit langen Brennweiten geeignet ist. Der nördliche Himmelspol liegt nicht ganz genau im Polarstern, sondern ist etwa 1 Grad daneben zu finden, was auch der Grund ist, den Polsucher zu verwenden. Platzieren Sie den Polarstern entlang der Jahresmarkierungen. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, die Zahlen im Dunkeln zu sehen, leuchten Sie mit einem schwachen Rotlicht seitlich in die Polsucherfrontlinse. Da Sie den Polsucher schon mit den Zeit- und Datumseinstellungen rotiert haben, sollte der Himmelsnordpol nun genau im Zentrum des Suchers liegen. Nachdem der Polary genordet ist, können Sie mit dem oberen Kugelkopf die Kamera beliebig ausrichten. Sollten Sie allerdings den unteren Kugelkopf verstellen oder das Stativ verrutschen, muss der Polary neu auf den Himmelsnordpol ausgerichtet werden. Für eine präzise Einordnung des Polary ist weiterhin das Studium des Handbuchs empfehlenswert. Ein weiteres Zubehör ist der Polarmeter, der am Blitzschuh des Polary montiert wird. Der leichter und genauer abzulesende Kompass, Libelle und Neigungsmesser des Polarmeters helfen Ihnen schnell den Norden zu finden, den Breitengrad einzustellen und den Polary auf den Horizont auszurichten. Verwendung des Polary auf der Südhalbkugel. Die Verwendung des Polary in der südlichen Hemisphäre ist möglich und gar nicht so schwierig. Zwar ist es komplizierter, den südlichen Himmelspol zu finden, da es keinen hellen Polarstern gibt, der ihn markiert, aber das prominente Zeichen des Kreuz des Südens ist der beste Anhaltspunkt, um den Pol zu finden. Verwenden Sie diese Karte aus dem Polary-Handbuch, um den Polary-Tracker auf den Himmels-Südpol auszurichten. Vergessen Sie aber nicht, den Tracker auf die Verwendung auf der Südhalbkugel umzustellen. Dazu schalten Sie einfach den kleinen Nord-Süd-Schalter im Batteriefach um. Der Himmel auf der Südhalbkugel rotiert entgegengesetzt, wie dann auch der Polary. Die Aktivierung des Südhalbkugelmodus wird am Polary wunderbar angezeigt, indem alle beleuchteten Indikatoren nun grün leuchten. Polary Spezifikationen.